Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es geht heute um den Erfolg bei Steam über kurvenreiche Bergstraßen. Dafür schließen wir einen Auftrag ab zwischen Pristina und Bielopolje. Dieser muss natürlich perfekt abgeschlossen werden, ohne Beschädigung, ohne Strafzahlung und mit fristgerechter Lieferung. Dafür steht uns bereit unser wunderschöner MANF 2000 im Spedition Heinzmann Design. Jo, geladen haben wir bereits. Wir haben, ich meine, Erbsen geladen. Und wir haben jetzt noch 5 Stunden Restfahrzeit. Also 5 Stunden Fahrzeit. Bei 18 Stunden Restfahrzeit. Sprich, zeittechnisch sollte das überhaupt kein Problem werden. Und wir schauen mal, ob es fahrerisch ein Problem wird. Weil wir wollen das ja perfekt abschließen. Deswegen legen wir mal los. Wir haben jetzt 279 Kilometer vor uns. Ein Teil davon wahrscheinlich anfangs Autobahn und dann die Bergstraßen halt. Ja, und dann mal schauen. Das Ganze sollte jetzt im Bestfall ungefähr eine Viertelstunde dauern, also lehnt euch zurück und lasst euch berieseln. Ja, so. Noch fängt das ja alles recht entspannt an, muss man ja mal sagen. Mal gucken, was uns dann noch erwartet auf der Bergstrecke. Aber wir dürfen ja hier 70 fahren. Huch! Ja, Mensch! Dann werden wir uns das ja nicht doppelt sagen lassen. So, wir müssen hier runter. Ist aber auch ganz schön diesiges Wetter. Ja. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Also ja, ich habe die ganze Route schon mal gefahren. Ja, das ist jetzt trotzdem schlecht. Dann müssen wir halt mal ein bisschen tricksen, weil wenn wir jetzt woanders lang fahren, könnte es passieren, dass wir halt nicht über die Route fahren. Ja. Und das wollen wir ja vermeiden. Aber wir wollen ja den Erfolg freischalten.
Da. Okay, jetzt nur plus 70. Ja, gut, noch ist das ja alles relativ entspannt. Beim ersten Mal habe ich das übrigens als Just in Time probiert. Ja. Und wie man das bei Bergstrecken ja so kennt, Bergstrecken und Just-in-Time-Lieferungen vertragen sich nicht ganz so gut. Schon gar nicht, wenn man es probiert, mit älteren LKWs zu fahren. Deswegen fahren wir das jetzt als Standardfracht. Ja, komm, Kollege, dann bieg ab oder was, aber rumschleichen ist hier nicht. Wir haben was zu fahren. Boah, das sieht schon wunderschön aus mit dem Bergpanorama so im Hintergrund. Alter. Ich habe das beim ersten Mal probiert, in der Nacht zu fahren und da sieht man halt dann sowas gar nicht. Freut es mich jetzt natürlich so umso mehr, das im Tage zu fahren. Ja gut, die 70 schaffen wir hier wahrscheinlich eh nicht. Also machen wir uns mal nicht draus. Und da in der nächsten Kurve wird ja wahrscheinlich dann wieder 30 sein. Ah, sehe ich durch den Spiegel auch voll viel nach vorne. Ach ja, so zur zeitlichen Einordnung, wir fahren übrigens am 6.4. nehmen wir das Ganze auf der 1.49 und der ETS 2 Standardkarte. Ja, warum 1.49? Klar, weil die 1.50 ja noch auf sich warten lässt. Leider Gottes. Man hofft, dass sie bald kommen wird. Oh Gott.
Das hat uns vielleicht ein bisschen weit rausgetragen. Aber der IKEA-Transporter hat mitgedacht. Weil wir müssen ja eine perfekte Fracht abliefern. Wurde uns gesagt. Also natürlich haben wir immer das Befangen. Gute Frachten abzuliefern. Aber natürlich jetzt für den Erfolg insbesondere. So, wir kommen gleich zur ersten Bergstation. Weiß jetzt aber nicht, ob das ein Grenz, aber das ist, glaube ich, Grenzübergang. Und da reihen wir uns rechts ein. Ah, der Zitronenpfad vor uns bleibt uns treu. Und Mercedes gesellt sich dazu. Na, dann. Natürlich schon toll aus, ne? Der anderen Seite irgendwo in der Leitplanke hier durchbrechen möchte man natürlich auch bloß nicht. Naja, bis jetzt läuft das doch gerade wie ein Länderspiel. Ja, Navi.
Ja, na, wie ich weiß, wir sind ein wenig zu schnell. Huch. Was ist hier los? Ach so. Staufer. Ach Gott, da hat sich jetzt aber was angesammelt. So, einmal Papiere an die Officers übergeben. Oh, ach so. Und dann geht's los. Dann geht's weiter Richtung Endstation. Wir haben jetzt noch 122 Kilometer und ein bisschen was über 2 Stunden. Ach, was hat er denn gemacht mit seinem Lancer? Ist er der Berge hochgedriftet? Könnte man fast denken, ja. Fanden bloß der Officer nicht so gut.
Na. Ja, vor uns bremst sich aber auch was zurecht, ne? Das muss man ja wirklich mal so lassen. Gibt übrigens tatsächlich auf dieser Strecke auch nicht wirklich viele Grachten. Also ich habe jetzt zu der Zeit, wo ich geladen und losgefahren bin, geladen habe und losgefahren bin, habe ich vielleicht drei Frachten in die Richtung gefunden oder zwei. Und musste dann aber teilweise auch drei, viermal vorspulen. Also die Frachten, die hier am Tage gefahren werden, die sind schon echt selten. Komm. Wird man hier nochmal ein vernünftiges Foto machen? Nein. Ha. Ja, ist schön, dass er wartet. Das war jetzt aber auch mehr Vorfahrt gedrängelt als Vorfahrt bekommen. Aber dann steht es ja dort ja ewig. Ist ja Wahnsinn, was dort aus der Seitenstraße rauskommt. So, das sind jetzt tatsächlich die letzten paar Kurven vom Zielort. Und dann haben wir es gleich geschafft. Wir haben jetzt noch, ja, Spielzeit 44 Minuten.
36 Kilometer. Ja. Und dann mal schauen. Aber ich muss sagen, mir gefällt Westbalkans tatsächlich. Alleine schon deswegen, weil man mal wieder andere Ladestellen hat, die vielleicht auch mehr ein bisschen Hinterhof-Flair haben, weil sie nicht direkt von der Straße sichtbar sind. Mal gucken, wie wir jetzt, wie die Ladestelle ist, wo wir jetzt hinfahren. Zum Entladen. Bin ich gespannt. Den hat es aber hart mitgenommen, die Jahre. Immer geradeaus sagt. Dann fahren wir auch immer geradeaus. Leute, wo wollt ihr denn da hin? Das sieht ja auch interessant aus, da hochzufahren. Aber ich glaube, da sind normalerweise Blockaden davor, dass man da nicht hochfährt. Und das hat wahrscheinlich dann auch seine Gründe. Ah, okay, ist tatsächlich die gleiche Ladestelle wie die, wo ich vorhin schon mal war. Ach, schade. Hätte gedacht, wir kriegen jetzt noch mal eine andere. Damit haben wir es geschafft, wir sind angekommen. Und ihr habt gehört, der Erfolg ist freigeschaltet. Wir haben es alles so gemeistert, wie es sein soll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Und dann werden wir vielleicht uns auf Dauer mal noch mehr Erfolge ansehen. Von denen, die noch nicht viele Leute geschafft haben oder gemacht haben. Schaffen tut man es eigentlich alle. Gut. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und bye bye.